Na, hoffentlich lässt es sich hier arbeiten. Willkommen zurück bei Let's Play Heavy Rain. Unser FBI-Agent hat ein wunderbares Büro in der Polizeidienststelle bekommen. Not. Naja, was willst du machen, ne? Schritt 1. Das Büro wechseln. Du, da kann ich dir jetzt nicht behilflich sein. Du etwa? Was ist das? Was ist das andere Zeug? Ich habe keine Ahnung. Das sah aus wie Wasser, Rauch, Blätter. Als ob. Ey, ich will diese Brille auch haben, ja? Bitte. Das sieht ja schon mega nice aus. Was hast du noch, bitte? Das ist bestimmt irgendwas mit Strand. Oh, nein. Unterwasser. Auch nicht schlecht. Bei mir ist es immer so mega heiß. Das bietet sich an. Ich würde wahrscheinlich das nehmen. Aber gucken wir uns noch die letzte Möglichkeit an. Oh nee, Wüste nicht, Wüste nicht. Nee. Moment, das ist Weltall. Wir sind auf einem anderen Planeten. Ja, trotzdem, nee. Also persönlich würde ich jetzt das Wasser nehmen, aber... Oh Moment, da ist ja noch was. Gebirge. Das ist schon geil, ne? Wenn das im Real Life gehen würde. Hammer. Persönlich würde ich das Wasser nehmen, aber ich glaube, ihm gefällt das. Jetzt können wir unsere gesammelten Hinweise verwenden. Lass mal sehen. Was muss ich denn jetzt hier überhaupt machen? Ist ein bisschen komisch. Analysieren. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Das hilft was. Mehr haben wir ja derzeit nicht, ne? Nö. Schauen wir uns mal die Vorgehensweise an. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust.
Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Kann doch nicht sein. Was ist denn das für ein Freak, ey? 8 Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen, im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Arschloch. Ich frage mich, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Tod von Jason gibt. Aber den hat man ja gleich gefunden. Allerdings hat er sich auch von uns entfernt. Man müsste halt herausfinden, wie der das macht. Gedankenkontrolle? Irgendwie sowas in der Art. Was zum Teufel? Warum hat denn selbst der jetzt diese Anfälle? Oder ist es wegen den Drogen? Schon wieder? Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ja, mach mal, komm. Aber schnell! Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Oh Mann. Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Schon wieder? Ich wasche mir lieber das Gesicht. Bah! Ich fühle mich scheiße. Ich brauche es. Es wird dann besser. Nein. Ich muss durchhalten. Ich kann es. Ja, er hat so einen scheiß Entzug, ne? Nur nicht durchdrehen. Ich brauche es nicht. Genau. Ich brauche es nicht. Ich brauche es. Ich geb's nur dir das nicht. Eine Mal. Nein. Ich geb's dir nicht, Alter. Die Toilette. Ich brauche einen sicheren Ort. Nein! Ach, die Toilette. Keiner kriegt was mit. Alles in Ordnung. Muss ich etwa? Kann ich mich... Du hast es so gewollt. Aber ich wollte es dir nicht geben, damit das klar ist, ja? Oh, ich habe doch die Wahl. Ich gebe sie nicht. Ist alles in Ordnung, Sir? Komm, du kriegst das in den Griff. Du brauchst diesen Scheiß nicht. Keiner darf es sehen. Junge, mach doch nicht so einen Mist. Ich fürchte, uns wird nichts anderes übrig bleiben. Oh, du Idiot. FBI-Agent und zieht sich so Müll rein. Wobei das niemand machen sollte. Hat jetzt nichts mit dem Agenten zu tun. Nur da ist es halt noch seltsamer. Oh, das sieht die, oder? Ach Quatsch, ist das eine Frau. Die kann ja unmöglich im selben Raum sein. Das wär's ja noch. Hat er das jetzt genommen? Ja. Ist das Ethan? Schon echt weg, oder was? Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte,
war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Mars. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Ja, keine Ahnung. Ich hab nicht geguckt. 17.30 Uhr, glaube ich. Ich bin nicht sicher. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Och, das habe ich mir doch alles nicht gemerkt. Schwarz, was weiß ich. In Schwarz. Und eine Hose. Ja, genau, als ob ich mir sowas merke. In Braun. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Ich habe eine kleine Runde im Park gedreht. Nur ein paar Minuten. Als ich zurückkam, hatte das Karussell angehalten und Sean war weg. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Hatte Sean möglicherweise Schwierigkeiten, Mr. Mars? Irgendeinen Grund, wegzulaufen? Nein. Nein? Nein, ich glaube nicht. Gab es Ärger in der Schule? Irgendwelche Probleme zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Ja. Meine Frau und ich leben seit einem halben Jahr getrennt. Aber Sean würde nie weggehen, ohne uns Bescheid zu sagen. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Mars. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Dann findet ihn. Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Ethan, wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ich vermisse ihn so sehr. Ich vermisse ihn. Alles natürliche und verständliche Reaktionen. Das ist scheiße gelaufen mal wieder, ne? Hoffentlich findet er hier mehr raus, der Scotty. Schönen guten Abend, Sir.
Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, was ich fühle. Dann verstehen Sie auch, dass ich darüber nicht reden möchte. Der Killer hat noch ein Opfer entführt. Einen 10-Jährigen. Wie Ihren Reza. Hören Sie, ich habe genau 4 Tage, bevor wir seine Leiche irgendwo finden werden. Niemand tat etwas für meinen Sohn. Also, würden Sie jetzt bitte gehen? Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Danke. Warum wollen solche Leute eigentlich nie reden? Verstehe ich nicht. Will er die umgefallenen Chips eigentlich nicht aufräumen? Na, egal. Ist ja so ein Pech. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Gib mir die Kohle aus der Kasse! Keine scheiß Spielchen! Mach die Kasse auf, Arschloch! Hol das Geld raus! Scheiße, bist du taub? Mach jetzt die scheiß Kasse auf, Mann! Nein, Sir. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Sie kriegen es nicht. Was hast du gesagt? Kapierst du es nicht? Hast du sie nicht alle? Ich jag dir eine Scheißkugel zwischen deine Scheißaugen, wenn du nicht aufmachst. Los! Sie werden mir mein Geld nicht stehlen, Sir. Es gehört mir. Ich bitte Sie, gehen Sie, bevor es zu spät ist. Mann, du Penner! Mach das Ding auf! Ich leg dich sonst um! Nein! Hey, Sie! Nein! Kommen Sie! Ich dachte, er will rennen. Hände hoch! Hände hoch! Keine Bewegung, oder ich schieße! Verdammte Kacke. Ich dachte, der will losrennen und ihn umstürzen oder sowas. Verdammte. Also was jetzt? Jemand könnte reinkommen und Alarm schlagen. Sie haben nicht die geringste Chance, hier rauszukommen. Wer hier reinkommt, den knall ich ab. Scheiße, Sie machen mich nervös. Und dann garantiere ich für nichts. Ich bin Scott. Und Sie? Wie heißen Sie? Andrew. Ich heiße Andrew. Keine Panik. Ganz ruhig. Niemand will Sie verletzen. Wir bleiben alle ganz ruhig. Und alles wird gut. Ja, ich bin cool. Alles wird bestimmt wieder gut. Haben Sie jemanden, der Ihnen wichtig ist? Eine Freundin? Familie? Ja, ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen. Sie heißt Jessica. Was würde Jessica jetzt von Ihnen denken? Fragen Sie sich, was wird aus ihr, wenn's schief geht? Sie haben noch nichts Schlimmes getan. Wenn Sie die Waffe wegnehmen, vergessen wir, was passiert ist. Und das war's dann. Sie gehen einfach. Nichts Schlimmes? Oh, Scheiße, Mann! Was glauben Sie, was ich hier mache? Sie wollen doch keinen erschießen, oder? Wir werden ganz bestimmt eine Lösung für das hier finden. Nicht schlecht. Fast hätte ich die Scheiße geglaubt. Und jetzt, Ernst? Geld her! Ich zähle bis 3. 1, 2. Ist der dumm, ey. Was für ein Vollidiot!
das knapp. Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Darf ich? Warum kommt er erst jetzt damit? Ja, bitte, natürlich. Nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reza zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Mr. Shelby? Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt.